Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Es ist gerade irgendwie früh um 8 und ich habe mich schnell vor die Kamera geschmissen, bevor mir irgendwie die Motivation wieder vergeht. Denn manchmal ist das so, ich liege im Bett und denke mir, oh Gott, darüber musst du eigentlich mal ein Video drehen. Und dann bin ich so hippelig und ich bin ja kein großer Planer, ne? Also ich mache mir dann nicht erst irgendein Skript und schreibe mir auf, okay, was willst du sagen im Video, sondern wenn ich Bock habe, ein Video zu drehen, muss ich mich ganz schnell vor die Kamera setzen, um alles, was ich sagen will, irgendwie rauszuposaunen, bevor ich alles wieder vergessen habe. Und deswegen, ja, geht's jetzt gleich hier früh richtig zur Sache. Nee, und zwar soll es um ein Thema gehen, auf das ich gekommen bin, weil mich letztens eine Abonnentin angeschrieben hatte. Die kenne ich schon wirklich sehr lange, sie verfolgt mich schon sehr lange und ist eine ganz Liebe. Und sie hat mir eben davon erzählt, dass sie mit ihrem Mann umgezogen ist. Also sie haben vorher in einem relativ ruhigen Haus gewohnt und sind jetzt in eine Wohnung gezogen, die sehr, sehr hellhörig ist und neben der sich auch noch eine Arztpraxis befindet, mit Wartezimmer quasi angrenzend ans Schlafzimmer, was natürlich recht ungünstig ist für, ja, eheliche Genüsse, sag ich mal. Und ja, es geht einfach darum, dass sie den Sex nicht mehr genießen kann, dass sie sich nicht mehr fallen lassen kann, weil sie immer Angst hat, dass andere Leute sie dabei hören. Und ich dachte mir, dieses Thema ist ja vielleicht nicht nur für sie relevant, sondern ich glaube, das beschäftigt wirklich viele, vor allen Dingen, denke ich, Frauen. Also ich will jetzt hier nicht gendern oder sexistisch sein, aber ich glaube, Frauen haben damit ein größeres Problem, sich fallen zu lassen, wenn sie so viel nachdenken und wenn eben dieses Problem und diese Sache im Kopf ist, oh Gott, was ist, wenn mich die Nachbarn hören? Ich glaube, Männer interessiert das gar nicht so. Es gibt natürlich immer Ausnahmen, ne? Aber ja, ich dachte mir einfach, wir sprechen mal darüber. Meine Antwort zu dieser Frage oder das, was ich zuerst im Kopf hatte dazu, war eigentlich, hey, warum? Ist doch nicht schlimm. Seid doch einfach stolz darauf, dass ihr euch liebt. Denn es ist nicht nur schön, sondern es ist natürlich und es ist ja eigentlich auch das Normalste auf der Welt. Also von daher, schämt euch doch nicht dafür, wenn euch der Leute hören. Am Ende machen die das genauso wie ihr. Und Sex ist nun mal nichts Schmutziges oder Verwerfliches, sondern es gehört einfach dazu, gerade, also ich will nicht sagen gerade in der Ehe, aber wenn man verheiratet ist, vielleicht auch nicht mehr. Nein, Quatsch, Spaß. Nee, also in der Partnerschaft gehört für mich zumindest Sex einfach dazu und man kommt sich einfach nah, man ist sich nah und es ist einfach schön. Und warum sollte man sich dafür verstecken? Natürlich gibt es halt so Punkte, wo es vielleicht auch stören kann. Also gerade, ihr sollt jetzt, also ich gehe mal davon aus, dass ihr nicht irgendwie dreimal am Tag wilde Sexorgien feiert. Denn darauf sollte man vielleicht bei Nachbarn doch auch ein bisschen Rücksicht nehmen, denn es können Nachbarn sein, die haben kleine Kinder oder die arbeiten in Schichten, müssen früh aufstehen und so weiter. Aber ich meine, es kommt ja wahrscheinlich nicht irgendwie dreimal täglich vor, dass ihr da irgendwie wie wilde Stiere rumbrüllt. Von daher ist es, glaube ich, zu verkraften, wenn die Nachbarn mal mitbekommen, dass es bei euch in der Partnerschaft gut läuft. Genau, ich habe ihr dann noch gesagt, dass sie, wenn es halt sie zu sehr stört, wenn sie sich wirklich gar nicht fallen lassen kann und abschalten kann dabei, dass sie ja einfach irgendwie versuchen können, sich nach den Praxiszeiten zu richten, denn so eine Arztpraxis zum Beispiel macht ja um eine bestimmte Uhrzeit auf und schließt um eine bestimmte Uhrzeit, meinte sie ja, es gibt halt auch so Wachdienste oder was auch immer oder Nachtschichtleute, die da halt dann auch nachts oder abends mal lang gehen, aber ich meine, die sieht man ja auch nie, ne? Also ich glaube nicht, dass die, wenn man die erkennt auf dem Gang, dass die dann sagen, oh, was habt ihr da letzte Nacht gemacht, so. Wisst ihr, also ich glaube, das ist wirklich eine reine Kopfsache, dass man sich da so verrückt macht und es ist eigentlich überhaupt nicht nötig. Also lasst euch doch einfach gehen dabei und habt euren Spaß. Man kann natürlich auch versuchen, die Lautstärke einfach ein bisschen zu dämmen, zum Beispiel indem man sich ein Kissen vor den Mund hält, gerade wenn man irgendwie vielleicht auf dem Bauch liegt oder so. Oder irgendwie versucht, eben diese Geräusche ein bisschen zu dämpfen, das sollte ja auch möglich sein. Was vielleicht auch ganz reizend sein kann, ist ab und zu mal tatsächlich auf Geräusche zu verzichten. Also ich finde es eher angenehmer, wenn man dabei halt wirklich irgendwie laut sein kann, weil ich finde, das intensiviert die Gefühle. Aber ich denke vielleicht auch, dass man, wenn man sich einfach verkneift, ja, irgendwie was von sich zu geben, dass es dann auch ganz anregend sein kann. Also wenn man versucht, tatsächlich irgendwie besonders still zu sein und irgendwie diese Stille dann dabei genießt, stelle ich mir das eigentlich auch ganz anregend vor. Was man noch machen kann, ist natürlich einfach den Raum zu wechseln. Vielleicht gibt es ja bei euch in der Wohnung nur einen Raum, der halt wirklich sehr hellhörig ist oder der irgendwie an einen Raum des Nachbarn grenzt, der halt sehr, wie sagt man, sehr belebt ist. Das heißt, verzieht euch vielleicht einfach ins Bad, in die Dusche, irgendwie auf die Couch oder sucht euch irgendwie ein ruhigeres Zimmer, was irgendwie nicht so, also was besser abgeschirmt oder abgeschottet ist. So, dass ihr euch da irgendwie vielleicht fallen lassen könnt. Ist natürlich blöd, wenn man irgendwie, also man will ja nicht ständig umziehen, wenn man gerade irgendwie zusammen im Bett liegt, morgens aufwacht oder abends einschlafen will, ne? Da sagt man nicht, ach komm Schatz, ich habe jetzt Lust, wir gehen jetzt nochmal auf den Balkon oder so, ne? Das wäre ja auch vielleicht ein bisschen sinnlos, aber man könnte es zumindest erstmal so
als Notlösung anberaumen oder das irgendwie mit einbauen. Aber alles in allem ist es halt doch eher der Fakt, dass man einfach aufhören soll, darüber zu grübeln. Der Hauptpunkt ist wirklich, schämt euch doch nicht dafür. Wirklich, Sex ist das Normalste der Welt. Es ist einer der schönsten Dinge der Welt. Und ja, warum sollte man das verstecken? Warum sollte man verstecken, dass man glücklich ist, solange man damit jetzt nicht niemanden irgendwie 24/7 belästigt, ne? Aber das kommt, denke ich, eher selten vor. Von daher, ja, es ist einfach eine reine Kopfsache und ihr müsst versuchen, das irgendwie einfach abzuschalten, euch zu sagen, hey, mein Nachbar macht das, mein, weiß ich nicht, der Patient dort in dieser Praxis macht das genauso oder wird es vielleicht gerne machen, wenn er die Möglichkeit dazu hätte. Und dazu habe ich auch noch eine ganz lustige Geschichte. Und zwar waren wir mal im Urlaub, also ich und mein Freund, und ja, hatten da natürlich in unserem Hotelzimmer auch so ein bisschen Lust und Laune, sage ich mal. Und nachdem wir fertig waren, das war total witzig, ne, hören wir auf einmal so Geräusche aus dem Nebenzimmer. Und ich dachte mir so, hä, was ist das? Was passiert jetzt? Und dann haben die Nachbarn nämlich in unserem Zimmer, also das angrenzende Zimmer, die Nachbarn, die direkten Nachbarn, haben dann, nachdem wir fertig waren, auf einmal angefangen, sich zu lieben. Und auch sehr, sehr lautstark. Also entweder sie wollten sich revanchieren oder sie wollten uns beweisen, dass es bei ihnen noch viel toller ist. Ich weiß es nicht. Oder es war einfach so anregend, dass sie dann auch auf einmal Bock hatten. Auf jeden Fall war das wirklich sehr lustig und wir lagen dann so im Bett und haben uns nur einen abgelacht. Also das war wirklich sehr, sehr amüsant und das zeigt auch wieder, hey, die Leute finden das, glaube ich, gar nicht so schlimm, wenn sie da irgendwie mitbekommen, dass irgendwie ihre Nachbarn sich gerne haben und das auch körperlich ausleben. Von daher macht euch da wirklich nicht so einen Kopf drüber. Und selbst wenn ihr zum Beispiel mal euren Nachbarn auf dem Gang oder wo auch immer trefft und er vielleicht eine blöde Bemerkung macht, dann sagt ihr halt irgendwas, weiß ich nicht, dann seid einfach schlagfertig und sagt irgendwie, ja, wir üben gerade das Kinderkriegen oder das Kindermachen oder sonst irgendwas oder denkt euch irgendwas Witziges aus. Aber ich glaube, dass niemand irgendwie einen anderen darauf ansprechen würde. Ich würde jetzt auch nicht, wenn ich irgendwie meine Nachbarn höre, hingehen und sagen, hey, Sexpolizei, was habt ihr da gestern gemacht? Also das macht keiner und da braucht ihr euch wirklich keine Sorgen machen. Mich würde natürlich interessieren, ob euch dieses Thema auch beschäftigt. Also habt ihr vielleicht auch Probleme damit, euch irgendwie fallen zu lassen? Habt ihr Angst, dass euch andere Leute hören? Wie geht ihr damit um? Habt ihr vielleicht auch einen Trick 17, um irgendwie das zu vermeiden? Oder ja, wie macht ihr das? Oder ist es euch einfach scheißegal? Wie mir zum Beispiel, mir ist das total wuppe, ob mich da jemand hören kann. Und ich mag das, wenn es ein bisschen laut ist und ja, also mich stört das nicht und wer damit ein Problem hat, also ich sag's einfach so wie mein Papa. Mein Papa nimmt nämlich, also mein Papa hat immer die Devise, wenn er Knoblauch gegessen hat, ist es nicht sein Problem, sondern das Problem der anderen. Und genauso ist es im Grunde beim Sex ja auch. Also es ist ja nicht mein Problem, wenn mich jemand hört, sondern es ist das Problem der anderen. Also von mir aus darf gerne jeder wissen, dass ich Spaß habe und dass meine Beziehung gut läuft und mich stört das einfach überhaupt nicht. Ja, von daher liebt euch Kinder und macht euch einfach keinen Kopf darüber und habt Spaß daran und schämt euch auf gar keinen Fall für Sex, denn es ist weder schmutzig noch verwerflich und es ist die schönste Nebensache der Welt. Ja, das soll es dazu gewesen sein. Ich freue mich auf jeden Fall auf eure Kommentare und Meinungen und auf den Austausch. Vielleicht habt ihr noch den ein oder anderen Ratschlag oder auch die ein oder andere lustige Story für die Community und ja, das war's dann dazu und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann!